Mein Name ist Silvan Rudolf und ich bin seit dem Sommer 2014 Materialwart der Schweizer Nationalmannschaft. Ja, am Morgen ist man meistens der Erste, der vor dem Morgenessen bei allen Kleider zu Weg machen geht. Ich lege jedem Pullover an, Trainingspullover, dann kommt das T-Shirt dazu, dann die Hose, eine Unterziehhose und dann je nach Wunsch Socken oder eine Stulpe. Dann ist der normale Ablauf eigentlich Mittagessen, Kleid wieder vorbereiten für das Nachmittagstraining und am Abend ist das Material, das durchkommt aus der Wäsche, zum Vorbereiten für den nächsten Tag. Es ist natürlich vom ganzen Aufwand einiges mehr als bei einem normalen Zusammenzug, wenn es ein Quali-Spiel war. Es ist einfach einiges mehr an Material und natürlich eine längere Zeit, wo man zusammen unterwegs ist.